Gut, aber erst muss ich den Turm holen. Ein Spähposten. Der gute alte Spähposten. Seid ihr es wirklich? Na klar. Der ist zu, hä? Öffnen. Macht Schoch jetzt hier. Oh, der Pausch wird auch schon so gerät. Das krieg ich bestimmt von Pura. Na gut, dann gehe ich ja doch erst zu Pura. So. Hi. Guten Abend, was für ein wundervoller Abend, oder? Hey, hey du, wo hast du nur gesteckt? Robelo, leitender Pura-Pet-Entwickler. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Sowas aber auch. Die Direktorin ist fleißig. Was sind das? Joscha. Goldenes Haar und blaue Augen? Direktorin Pura, der Herr Ritter ist zurückgekehrt. Oh, was ist denn mit ihr geworden? Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Die ist ja doch wieder groß geworden. Stopp. Du bist ein Gespenst, oder? Die ist so krass. Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Pura, Direktorin des Spähpostens. Die war doch in Breath of the Wild zu klein, weil sie irgendein Experiment gemacht hat, was schief ging. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Yes. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Yes, ma'am. Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Tja. Von Glück, oder nicht? Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Rauru, oh, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so nicht wahr? Das gibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich. Das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht immer noch in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Ach, Mann.
Ah, Charaktere. Okay. Na da. Hurra. Auf nach Hyrule. Geschafft. Ich würde gern den Turm aufmachen. Anmachen. Wie auch immer. Jetzt lass mich doch den Turm besteigen. Manu. Ist doch doof. Nie darf man es besteigen, wenn man es will. So, weiter geht's. Gucke doch nicht so. Ruinen von Hyrule Stadt. Oh Gott, ich kann nicht aufhören, ey. Das macht einfach zu viel Laune. Da ist ein Schrein. Hier sind überall Schreine. Oha. Ein Wischmob. No, thank you. Oh Mann, ey. Alles wieder aufgebaut und schon ist alles wieder kaputt. Prinzessin Enzian, dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Was ist mit dir? Ich stütze dich. Wow. Verflixt, Direktor, Direktor Domestar, geht's dir gut? Ah. Ah, was habe ich nur angerichtet? Birg da? Oh nein, Direktor Domestar, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung, das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für die Abbildung von Direktor Domestar, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Direktor Domestar? Du kennst Direktor Domestar nicht? Dabei wurde ich von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Domestar aus dem Boden gestampft und zum einem, nein, dem Fü. Was ist, tust du hier? Hey, ich war noch gar nicht fertig damit, dir die Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt. Aber Direktor Doomstar, ich habe Direktor Doomstar höchstpersönlich bisher besonderen Spezialauftrag erhalten. Eine Aufgabe besteht darin, Ordensschilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Doomstar zu werben. Oh Gott, jetzt quatscht dir kein Zahn locker. Komm. Ah ja, na dann. Das machst du prima. Okay. Was für ein Dödel. Sorry, aber es war wirklich ein Dödel. Das sind zwar ein paar. Ah ja, ein Schrein. Sehr gut. Den können wir erstmal aktivieren. Wir müssen ja noch nicht reingehen. Hä? Was? War dieses Loch vorher schon hier? Wann ist das passiert? Ah, entschuldige, was ist das? Wir sind hier so sehr nah am Abgrund. Es ist gefährlich, weißt du? Sogar dieser Schrein könnte gefährlich sein. Abgrund? Du hast sicher die tiefen Löcher gesehen. Ja, komm. Im Ernst, ich bin froh, dass ich bloß diesen Schrein untersuchen soll und keinen von den Abgründen. Schrein? Liest du etwa keine Zeitung? Nein, natürlich nicht. Ob sie vom Himmel oder aus dem Boden sind, egal. Ach, die sind aus dem Himmel gefallen. Okay. Na gut. Tschüss. Ach, wieder dieser blöde Nebel. Link, wann bist du vom Schloss zurückgekommen?
Da stehe ich die ganze Zeit hier Wache und kriege trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst. Puh, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walds, dort auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeile dich und erstatte ihm Rapport. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Na dann. Ein schönes Tor, aber das, was dahinter liegt, sieht eher nicht mehr so schön aus. Schätze ich mal. Ja, mach mal das Tor auf. Wie soll ich denn hier hochkommen? Lisbeth. Wer ist da? Wir sind alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem Helden Link läuft auf Hochtouren. Also hau ab und lauf hier nicht rum. Link, ich meine, ehrenwerter Ritter Link, bitte verzeiht, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr wieder aufgetaucht seid. Dann heißt das wohl, wir können die Suche nach euch einstellen. Also auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppführer Holm melden. Mach ich. Los geht's. Ich versuch's zumindest, aber ich habe keine Ausdauer. Ist doch fürchterlich. I give my best. Link, der große Ritter, nein, das ist ja unmöglich. Hier ist Unbefugten der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen, Befehl von Truppführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walds oberhalb des Weges aufhalten. Jetzt muss ich hier noch hochrennen. Da haben sie ja ein ganz schönes Ding gebaut hier, oder? Hat's das jetzt nur so angehoben durch dieses... durch die Geschehnisse? Sieht irgendwie so aus, als ob das vorher schon so war. Oh. Dieser Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir niemanden gefunden. Warte mal, du bist doch Link. Pass auf, wenn Truppführer Holm dich sieht, könnte er vor Schock vom Tor des dritten Falls herabsegeln. Dingsen. Oh nice, ein Reiseschild. Nehmen wir mit. Pfeile werde ich noch mehr als genug brauchen in dem Game. Ich bin gespannt, wie sie es gelöst haben mit den Pfeilen. Er ist wohl beschäftigt. Bist du hier, um bei der Suche zu helfen? Genau wie wir? Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken. Aber der Truppführer, bla bla bla, los, weiter geht's. Ja, ich möchte bitte dein Schild haben. Und Soldatenschwert. Schön. Was haben wir noch? Eine Soldatenlanze. Die können wir an sich... könnte man die auch mitnehmen. Diese Steinaxt hier, die... kann doch sowieso nichts, oder? So. Dann können wir erstmal mit dem Ding weiterkämpfen. Ja. Genau so machen wir das. Was haben wir hier? Eine Fackel. Fackeln sind natürlich... Was passiert denn, wenn ich die...
wieder dran mache. Muss ich jetzt hier hochklettern, sag mal? Gibt's hier keinen einfacheren Weg? Schafft er das? Kuckuck, da bin ich. Na, du Räuber? Ach, das ist er gar nicht. Ich habe meinen Bereich jetzt komplett durchsucht und bin hier bla bla bla, Truppführer Holm. Ja, da will ich ja hin. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ich werd nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, bin ich erleichtert. Oh nein, ist sie nicht. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sicher bisher ganz stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma am Weg. Oh? Herr Truppführer, Holm, da, Prinzessin Zelda. Echt? Wieden. Prinzessin Zelda, ihr seid wohlauf. Ist. Huch? Ja, ihr habt sie doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Alter, diese Story. Was geht da noch vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktor Brura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern. Könntet ihr an meiner Stadtdirektor... Was? Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Wieso denn eigentlich immer ich? Ich brauche unbedingt meinen. Paragleiter. Wo noch? Wahrscheinlich da noch, oder? Alright. Paar Mal daneben geschossen. Soll's. Grüß dich. Tschüss. Es ist schon... Also es ist wirklich eine übel bedrückende Stimmung in diesem Spiel. Das ist man von... Das ist man von...
einem Zelda-Spiel oder von den Zelda-Spielen so eigentlich gar nicht so richtig gewöhnt, oder? Also, es wirkt schon sehr, sehr düster. Sehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Sehr angespannt auch, die Situation, ne? Es ist, aber es macht Spaß. Es ist ziemlich cool und mich fesselt es total. Und es gab ja im Vorhinein so ein paar Gedanken dazu, wo das Ganze hingehen kann. Und vielleicht, wenn man die Zelda-Timeline kennt, vielleicht geht es hier, spinnt es tatsächlich den Bogen zurück zum ersten Zelda in der Timeline, also zum ersten Zelda-Spiel in der Timeline, was Skyward Sword ist. Eine Hacke. Was wiederum Skyward Sword ist und... Ja, vielleicht schließt sich mit dem Teil auch der Kreis. Aber das kann... Das kann jetzt gerade noch keiner... Also ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen. Und ich hoffe... Trotz all des Hypes rundherum werde ich nicht gleich gespoilert oder so. Oh, was ist denn das für ein... Ist das hier auch so ein Batterieteil? Sonau-Dingsbums brauche ich da. Naja, pass auf. Wir machen das jetzt noch hier. Gehen hier nochmal rein. Hier Irrlichter. Was sind das? Irrlichter. Ah. Ach so. Das sind Yoshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du dir ohne Erlaubnis nicht anfassen, sonst bekommst du riesen Ärger. Sehr gut. Wenn das Zeug dort rumliegt, klar will ich mir das nehmen. Ach, sehr gut. Willkommen zurück, Link. Und, hast du was herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Ah, das klingt ganz, ganz stark danach. Puh, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Sache herangehen, wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist. Dann sollten wir wohl den Kataklysm erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mal kurz haben? Ja, auf jeden Fall. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du denn damit angestellt? Aber funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen, aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Wie steht es um den Kartografierturm? Also, mach das Ding jetzt an. Grundsätzlich ist er fertig. Grundsätzlich. Also gibt es hier viel. Alleine diese Kamerafahrt, da habe ich ja jetzt schon 10 verschiedene Sachen gesehen, die ich erkunden will. Oh, der Teleporter müsste bestimmt noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das soll doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal eine Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Dann wende dich an den Wächter des Schutzraums dort. Yes. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich in Mups Laden umsehen. Mups! Ich bin dann beim Kartografieturm. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Du hast Schalterdienst, Yosha. Katschika. Gut, tschüss. Die
Die sind total drauf. Wir gucken erstmal, was wir für Klamotten haben. Was es hier so Schönes gibt. Hier oder was? Oh, das Hyrule-Gewand. Das ist aber schön. Ich habe gar keine... bist du hier Verkäuferin? Ja, sie ist Verkäuferin. Sehr schön. Rodonit, weg damit. Perfekt. Das bringt mir noch ein bisschen was. 220, da kann ich mir noch nichts kaufen. Opal, weg damit. Da kann ich auch auf alles verkaufen gehen, stimmt. So, auch gut, auch weg. Bernstein verkaufe ich mal noch komplett. Weit komme ich denn jetzt damit? Wiedersehen. So, 130, 120 sind 300 und nochmal 70. Hey, da kann ich es mir ganz kaufen. Du knauserst nicht, mein Herr. Das macht mich natürlich glücklich. So, da haben wir erstmal ein bisschen Grundschutz, wenn wir den ausrüsten. Und sehen mal wieder einigermaßen normal aus. Das Gewand kennt man übrigens schon aus Breath of the Wild. So ein paar Sachen haben sie anscheinend auch wieder verwertet. Aber na gut, das ist dann halt so. Ich versuche trotzdem noch den ersten Turm zu bekommen. Link! Link, gut, dass du hier bist. Mein Name ist Scorbis und mir wurde die Verwaltung des Spähpostens übertragen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt ihr mich gern. Zuerst einmal werde ich euch den Schutzraum öffnen, hier entlang. Ab in den Schutzraum. Hey, aufmachen! Gott, jetzt kickt die Müdigkeit, ich muss dann. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule. Doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht euch zur freien Verfügung. Alles klar. Ups. Schön runtergesprungen. Tag. So, erstmal alles looten. Give me some loot. Give me some loot. I need some loot. Die haben ein Reckengewand an. Hier ist eine Hylia-Figur. Ein Reiseschwert, sehr schön. Und, oh, eine Bockblindklinge. So sieht die jetzt aus. Okay. Tja, jetzt ist halt die Frage, ne? Was macht die Bockblindklinge? 9. 9 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das Reiseschwert macht 5, aber ist ja noch nicht gecraftet. Die Bockblindklinge hingegen ist schon gecraftet. Ja, ich würde sagen, ich lege mich jetzt erstmal hin. Bis mittags. Und dann gucken wir mal, was hier Fräulein von und zu erledigen hat. Die hier unten neben in der Küche stand. Oh, schön von 6 bis 12 geschlafen. Oh, wie früher. Nahrhaftes Essen. Oh, achso, ist gar keine Frau. Ich heiße Bornon und ich bin hier fürs Kochen eingestellt.
Heute mache ich Obst mit Pilzen. Das gibt Energie. So war zumindest mein Plan. Hier hast du einen Apfel. Alright. Na? Obst mit Pilzen. Nehme ich mit. So, tschüss. Lass mich in Ruhe. Ich möchte ja wieder hoch. So. Habt ihr es jetzt hier oben oder wie ist? Turm am Spähposten. Na also, das denke ich nämlich auch. Ah, Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. Hey! So, Yasha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Hey! Uh-oh. Hauptsache schön beleuchtet rundherum. What? Was ist das denn? Jetzt sind alle aktiviert, oder was? Die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Es war etwas kitschig, aber ist in Ordnung. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes halte das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Kling, kling. Sehr schön, damit können wir uns erstmal teleportieren. Die sind jetzt ebenerdig, das ist interessant. Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinem Pura-Pad registriert. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbereit sein. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform des registrierten Kartografieturms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht? Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografieturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur, dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit dem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es ja nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du dann so freundlich? Hier, bitteschön. Endlich! Von Pura erhaltenes Hilfsmittel, das dir ermöglicht, durch die Luft zu gleiten. Drücke im freien Fall X, um das Parasegel zu aktivieren. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss, ich meine natürlich Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin... Upsi, Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also, komm dann bitte noch einmal her, ja? Naja.
Also verbuchen wir das ganze Kartografieren unter Ulk. Aber es ist zweckmäßig. Es ist in Ordnung. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Oh Mann. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Alright, und jetzt bin ich... Jetzt kann ich hier, So. Ja. Nice. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Flug, Link. Und? Konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weiteren Nachforschungen wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt. Also nutze sie, wann immer du kannst. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gibt es noch Eldin im Nordosten. Weiterhin Geruto im Südosten. Und zu guter Letzt noch Ranel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht um, im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Aha. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinem wissenschaftlich geschulten Geist, mich vom bloßen Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation können selbst Gerüchte wie dieses einen entscheidenden Hinweis liefern. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Chefredakteurin vorbeischauen, vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde weiterhin durch den Kataklysmus herabgestürzte Ruinen und entstandene Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sich auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Ja. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Ja. Auf zu Onkel Robby, warte mal kurz. Tut mir leid. Du hattest doch gerade noch eine... Ah, okay. Gut, viel Erfolg. Gut, Mensch. Das war ja schon mal was. Sehr, sehr cool. Hier steht jetzt auch einer. Zu dem gehen wir dann beim nächsten Mal.